Schön groß, schön bunt, aber nicht besonders umweltfreundlich. Markus Stamer produziert die Riesenposter, weiß um die Müllproblematik und hat gehandelt. Wenn das Plakat abgehängt wird, dann können wir unter anderem ein Taschenprojekt daraus kreieren. Das heißt, das Projekt wird nochmal abgecycelt und dann produzieren wir City Shopper, Laptop-Bags oder nach Kundenwunsch ähnliche Taschen. Diese Tasche gehört Sandra Haß. Ihre Firma hatte mehrere Großplakate bestellt, um sie an einem Bauzaun zu platzieren. Schon bei der Auftragsvergabe stand fest, dass diese nach der Kampagne nicht auf dem Müll landen sollen, denn ihrer Firma ist der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig. Also wurden aus der zerschnittenen Folie fast 200 Taschen genäht. Das üblicherweise verwendete Plakatmaterial wurde im Vorwege umweltbezogen optimiert. Wir haben das Postermaterial ist PVC-frei, die Farben sind mittlerweile wasserbasiert und insofern ist das wirklich ein nachhaltiges Produkt. Vom Werbeträger am Bauzaun zur abgecycelten Tasche. Für die beteiligten Firmen sowie für die Umwelt ein Gewinn. Doch im freien Verkauf sind die schicken Stücke bis jetzt nicht gelandet. Diesmal sind es 200 Taschen geworden, aufgrund auch dieser Größe dieser Taschen. Und da lohnt sich jetzt auch einfach nicht, das in den Verkauf zu gehen, sondern wir wollen natürlich auch unseren eigenen Kolleginnen etwas Gutes tun und auch unsere Partner beschenken. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, wenn wir zukünftig doch mehr Riesenposter buchen sollten, dass wir dann auch die Taschen auch bei Otto anbieten könnten. Über mangelnde Nachfrage kann sich Markus Stamer jedenfalls nicht beschweren. Die Nachfrage ist sehr stark. Wir merken es in diesem Jahr, dass viele Kunden proaktiv anfragen und wir auch bei jeder Anfrage an Kunden ein sehr gutes Echo zurückbekommen und das Feedback sehr positiv ist. Wir haben dieses Jahr 300% mehr Taschen produziert als im Vorjahr und der Trend steigt wirklich für uns spürbar. Vielleicht werden wir also schon bald vermehrt bunte Taschen im Stadtbild sehen, die in ihrem ersten Leben mal ein Riesenplakat waren.